mit. So you used the drain sewers as a means of transport? Yes, they were built to divert water from an underground spring and are quite spacious. It seemed only natural to incorporate it into the overall structure. But we won't be using it. Not today. The flow is seasonal, and when the spring runs dry, the damp tunnels produce a rather poisonous type of fungi. There is an antidote, of course, but we won't be bothering with it today. Come, this way instead. We're almost there. Wir sind fast da. Ich frage mich, wo? Okay. Hier ist eine Tür. Die rührt sich nicht. Okay, da ist eine Leiter. Was ist hier? Ein Hebel. Der Hebel klemmt. Sein Getriebe müsste geölt werden. Ja, mein Getriebe wird auch gleich mal geölt. Wenn ich fertig bin mit dem Spiel. Ah, hier ist... Ein Behälter ist nötig, um das Öl zu befördern. Dann nimm dir doch irgendwas mit. Hier ist ein... Hier. Hier. Aufgenommenes Glas mit Öl. Jetzt können wir den... Ah, jetzt können wir den Hebel ölen. Ölen. Da wären wir wieder beim Thema Öl. Öl. Ein gebrochenes Rohr blockiert die Leiter. Es wurde jedoch durch einen Einschlag beschädigt. Dieser Gegenstand kann hierfür nicht verwendet werden. Warte mal. Kann ich vielleicht... Nochmal? Ah, das geht, glaube ich, ne? Kann das sein? Nochmal! Nochmal! Yay! So. Was ist denn hier? Steuerraum. Alexander wusste, dass es eine Möglichkeit geben musste, um das Ritual zu beenden, bevor es zu spät war. Er musste seinen Freund zeigen, wie man die Lebensessenz gewinnen konnte. So viel war sicher. How did we find this place? An old friend back in Algiers gave me a map. Why isn't he with us? Didn't he want to come? He wanted to, Daniel, but things don't always turn out the way we plan. Mhm. Wo sind wir denn jetzt? Freund. Okay. Öl nachladen. Hey, ein Rätsel. Juhu! Ich freue mich sehr. Haben wir hier... Ah, hier eine Zünderbüchse. Und wir haben hier ein... Ein Rohr. Was... Wahrscheinlich irgendwo angebracht werden muss. Vermute ich mal. Ich lege es mal dahin. Wir können hier verschiedene Gewichte, so wie es aussieht, irgendwie... Hochziehen. Was auch immer es bringt. Ich habe keine Ahnung. Wir müssen wahrscheinlich noch ein bisschen mehr rausfinden, um das Rätsel zu lösen. Ich rede immer mehr durch die Nase, fällt mir gerade auf. Das liegt wahrscheinlich daran... Das ist doch so ein Rohr. Ach, warte mal. Die stehen ja alle hier in so einer Reihenfolge, ne? Vielleicht müssen wir dieselbe Reihenfolge drüben machen. Also halb unten, Mitte, okay. Halb unten, Mitte. Mitte ist höher gewesen. Und der mal ganz oben, ne? Oder? War das so? Ne, Mitte ist noch höher. Okay. Mitte ist noch höher.
der... Stimmt das so? Rechts muss auch noch ein bisschen höher. Ein Tacken. Nee, ist zu viel. Ich glaube so. Ich glaube so ist richtig, oder? Ja, und der ist unten. Das müsste... Der müsste eigentlich hinkommen. So, was kann ich jetzt machen? Kann ich jetzt hier vielleicht drehen? Dann bin ich ja da drin gefangen. Ich probiere es mal. Hallo Freunde. Was kann ich hier tun? Hier ist noch so ein Raum liegen. Januar 1799. Die Arbeiten und das Wissen, die ich in den Maschinen gesteckt werden, von keinem Mann der Welt übertroffen. Ganze Generationen von Männern sind gestorben, seit ich zuerst versuchte, den Entwurf zu rekonstruieren, den ich beim Holzgerüst, mein Holz, dein Holz, gefunden habe. Die Grenzen dieser Welt haben meine Arbeit unglaublich erschwert und mich gezwungen, diese Dinger fast 100-mal größer zu bauen als der empfindliche Apparat, den es manchmal soll. Ganz zu schweigen von den Strom, den gezähmten Blitzen, ersetzt durch den druckgesetzten Dampf, der sich durch Rohre und Turbinen drückt. Ich schäme mich, wenn ich daran denke, was wohl der Erfinder von meinem Monstrum gedacht hätte. Wo er mit meinem Vergrößerungsglas arbeitet, um alle Teile sorgsam auseinanderzufügen, brauche ich 5 Männer, um einen Turm aus zusammengefügten Eisen zu errichten und kann nur hoffen, dass es auch nur annähernd die Kraft einer Taschenuhr hat. Was können wir hier machen? Er steckt fest. Hier können wir gar nichts machen, okay. Ich gehe mal rüber. Okay. Ach so. Die Hebel müssen genauso sein wie die... Oh Gott, furchtbar. Das werde ich mir niemals nicht behalten können. Warte mal. Oben, oben. Okay, unten, unten. Oder Mitte, okay. Ganz unten, Mitte, Mitte. Oder beziehungsweise ganz unten. Mehr geht nicht. Ganz oben. Ganz oben. Der bleibt einfach da, ne? Ich glaube, es ist richtig. Glaube ich zumindest, bin mir nicht sicher. Was haben wir hier? Hey, eine hölzerne Kurbel. Wofür die wohl sein mag? Mach Foto. Nee. Hi Seppel, ich grüße dich. Willkommen zur Let's Play Live Show. Einen wunderschönen guten Abend und willkommen zum Live-Let's Play von Amnesia. Ach nee, komm, Foto machen, das ist doch schon wieder langweilig. Ah, da kommen wir wieder zurück, ne? Wo geht's denn da lang? Mal hier mal eben gucken. Na, mach die Kerze an. Was ist denn hier? Löcher in der Wand? Ach ne, hör auf! Ach, du willst wieder verarschen. Jetzt muss ich die ganzen Rohre hier hinholen. Da müssen noch mehr Rohre hier rumliegen. Oh Gott, furchtbar. Wo waren die denn?
hier vielleicht welche am liegen? Nein, da liegt keins. Tja, gucken wir mal. Irgendwo werden sich schon welche finden. Irgendwelche Rohre. Rohre gesagt, einfach so. Das habe ich mir gedacht, dass sie nicht nur ohne Sinn und Verstand einfach hier rumliegen, dass sie irgendwie einen Zweck haben. Die sahen nämlich schon danach aus. Hier. Ah ja. Das habe ich mir irgendwie gedacht. Ist hier noch irgendwas am liegen? Warte mal, ich fülle nochmal eben. Ach, wir haben gar kein Öl mehr. Kein Öl mehr. Kein Öl. Öl mehr. Das heißt, ich muss blind jetzt einfach mal hier alles durch. Ah, guck mal. Nein, Öl. Welch ein Wunder. Vorne unter der Tür war noch irgendwie. Aber Kisten runterstellen war eine gute Idee von Silent Soul. Warte mal. Nein, andersrum. Dieses Geräusch, ne? Oh nein! Fürchterlich. Okay. So, irgendwo waren hier auch noch mal Röhrchen am liegen. Da ist ein Röhrchen. Ja, das nehmen wir noch mit. Hui. Kann natürlich noch mehr Kissen da hinstellen, aber das geht ja so schon. Da brauche ich nicht mal die Kurbel drehen. So. Ich glaube, noch zwei oder drei müssen wir noch finden. Ich hoffe, das klappt. Wie der Wind schleiche ich hier durch. Da ist nochmal was. Das haben wir ja auch schon gefunden. Das roll schon durch die Tür. Ich noch nicht. Warum kann es das? Okay, einen müssen wir noch haben. Wo ist das letzte Stückchen Rohr? Für Leute, die gerade neu zuschauen, willkommen zur Let's Play Live Show. Jeden Freitag und Samstag 20 Uhr gibt es hier den Stream. Ihr habt richtig eingeschaltet. Ist hier noch irgendwas am Liegen? Hier kommen wir zurück, ne? Genau. Rohrstück muss irgendwo hier liegen. Aber wo? Müsste sich kein... Achso, ich habe noch Lampe. Vielleicht doch hier irgendwo. Wo mag das nur sein? Das letzte Stück Rohr fehlt uns. Bevor jetzt hier wieder die lustigen Kommentare kommen, ne? Ja. Er hat das längste Rohr der Welt. Hier ist keins drin, ne? Nee. Hier eins wegnehmen geht auch nicht. Nee. Könnte ja sein, man kann es ja mal ausprobieren, ne? Hier drunter war auch keins, ne? Nee. Wo soll denn... Öl haben wir nicht mehr, ne? Nee. Ah, warte mal, die andere Treppe links drunter habe ich noch nicht geguckt, ne? Ich schau noch mal eben.
Nee, hier liegt nichts rum. Okay. Hätte ja sein können, dass hier vielleicht doch noch irgendwie was liegt. Hier liegt ein Hammer, ein Stuhl. Das hier vielleicht rausnehmen? Nee. Vor allem, was müssen wir denn jetzt hier machen? Wieso? Weshalb? Warum? Ich verstehe es einfach nicht. Vielen lieben Dank an die 13 Zuschauer, die gerade zusehen. Dankeschön, ihr seid die geilsten. Also ich habe keine Zünderbüchsen. Natürlich, ich habe kein Licht mehr. Das ist natürlich förderlich. Tja, ich habe keinen Plan und keinen blassen Schimmer, wo hier das letzte Teil Rohr noch rumliegen sollte. Tja, und sonst so? Wie immer, ne? Kennt's ja. Boah, ja, das ist ja sehr spannend und sehr aufregend gerade. Wo soll denn das letzte Rohrstück sein? Aber es muss doch noch eins geben, oder? Oder irre ich mich da? Ja, definitiv muss es noch eins geben, aber... Aber die Frage ist, wo? Kann ich hier noch was machen oder sind die jetzt auch fest? Steckt fest, okay. Dann war das ja doch richtig. Aber ich bin ein bisschen überfragt, wo... Das mit den Gewichten bin ich mir noch nicht sicher, ob das stimmt. Das hier... Da bin ich mir gar nicht so sicher, ob das stimmt hier. Ich glaube, jetzt stimmt's. Aber... Daniel? Is that you? Ja, das bin ich. What are you doing? Ich habe keine Ahnung. Kann ich denn... Ich gehe mal raus. Das blaue Licht blendete ihn, genau wie dem dunklen Grab in Algerien. Es war so bezaubernd schön und er versuchte es zu erreichen. Die feste Hand des Barons hielt ihn jedoch zurück. Kann ich... Etwas aufgeschrieben? Reparier die Maschine... die Ostbrücke antreibt. Gibt keine Westbrücke, es gibt nur eine Ostbrücke, oder was? Ich glaub's ja wohl. Er wartete, bis sich beide Augen an die Dunkelheit gewöhnt hatten. Aber es zeichnete sich weder Formen noch Kreaturen ab. Und der Ladebildschirm am unteren Bildschirmrand füllt sich so langsam, bis er voll war. Und der Mann in der rechten oberen Ecke erzählt nur Bullshit. So. Das heißt also, wir müssen tatsächlich nur das Rohr finden. Hey, Rohr. Ich weiß. Aber wo? Das ist jetzt alles eingestellt, ne? Dann brauche ich jetzt nichts mehr machen, oder? Gott sei Dank. Ich dachte schon, aber das Problem ist, ich sehe nicht so viel. Das könnte natürlich ein Nachteil sein.
Die waren eigentlich sehr ersichtlich, die Dinger, ne? Also jetzt nicht so, wo ich sagen würde, ich finde die nicht. Ich kann ich nicht einfach das hier nehmen und irgendwie abflexen oder so? Okay, die Kisten stehen da immer noch drunter. Ich gucke jetzt nochmal genau ein bisschen um mich. Ah, hier, nee. Oh, ich dachte schon, Alter. Keine Zünderbüchse mehr übrig. Ja, ja, ja. Steckt fest. Wieso liegen hier keine Rohre mehr rum? Vielleicht sollte ich Dr. Mario mal eben anrufen. Oder Super Mario. Der Klempner. Vielleicht hilft er mir ja weiter bei meinem Rohrproblem. Nein, das denkst du jetzt nicht. Ich weiß ganz genau, was du jetzt gerade denkst. Na, hör auf. Das habe ich jetzt gerade nicht gesagt. Komme ich hier vielleicht irgendwie rauf oder so? Muss ich hier vielleicht klettern? Nein, ich glaube nicht. Wo kriege ich... Verdammt nochmal... Mein letztes Stück Rohr her! Rohralarm. Das gibt's doch gar nicht. Wo ist denn dieses... Ich will das Rohr haben! Mann! Alter, 16 Zuschauer. Vielen lieben Dank. 16 Zuschauer gucken sich gerade an, wie ich ein Rohr suche. Er hat schon wieder Rohr gesagt. Ja. Kann ich das... Ach, ich kann... Ich kann das auch oben bauen. Warte mal. Ja, aber trotzdem fehlt mir noch. Nein. Kannst du das nicht quer dahin machen? Achso, es gehen nur die wahrscheinlich. Ich habe keine Ahnung. 18 Zuschauer, hallo! Und willkommen zur Let's Play Live Show. Willkommen. So, zur Zisterne gehen wir mal wieder zurück. Der Zweck des inneren Heiligtums war es immer gewesen, die Kugel zu studieren und eine Möglichkeit zu finden, ihre Macht zu kontrollieren. Es war sich dessen allerdings noch nicht bewusst. Und wir haben die Brücke repariert. Was kann ich denn jetzt machen? Kann ich jetzt...